Let's go. Yo, yo, ich kann so vieles einfach nicht kaufen. Die ganze Welt ist voller Geld wie ein Misthaufen. Und dann denke ich mir, was gibt's für Human Rights? Am besten sind die Animal Rights, we got the fight. Wir haben was zu verbessern, und zwar mit einer Revolution. Wir fangen an, weil sonst sollte es sich doch gar nicht mehr lohnen. Und wir die Wirtschaft endlich zu einer Wirtschaft machen, wo alle Leute sagen, jetzt haben wir doch was zu lachen. Wir brauchen Schönheit, denn wir sind dazu bereit. Schönheit bedeutet Liebe, und das zu jeder Zeit. Nicht nur optisch, sondern ganz tief in unserem Herzen drin. Weil sich genauso gibt die Sache wirklich einen Sinn. Was heißt Verhörer im freudschen Sinne? Wenn ich 1800 irgendwas im Video spinne, trage ich meine Träume aus, setze sie raus. Und wenn ihr Bock drauf habt, gebt ihr mir dafür Applaus. Ich bin nicht Sigmund und auch nicht Freud, der ich genau weiß müsste, dass er keinen Sabbat scheut. Heute wäre eigentlich Sabbat, doch bis morgen früh, wenn ich genau weiß, gehe ich ab, weil ich innerlich glüh. Grundeinkommen, dafür bin ich wirklich zu hart, denn ich weiß, da kann man viel mehr machen. Also die Alten gaben nicht nur 8 Stunden und 50 in der Woche leisten, sondern ein bisschen mehr Freizeit, um seinen Geist zu kleisten. Wir können Neues aufbauen, wenn wir mehr Zeit haben. Können uns an freien Gedanken wirklich mal laben. Nicht immer nur sagen, scheiße, ich habe keine Zeit. Ich würde gern drüber nachdenken, doch bin noch nicht dazu bereit. Also muss ich anfangen und brauche das Grundeinkommen. So können wir eigentlich sagen, wir haben es dann übernommen. Es wird Zeit, darüber zu diskutieren und sich beim Widerstand in der Masse zu aktivieren. Wir müssen Widerstand bringen, denn es ist Zeit dafür. Widerstand gegen Massenpolitik, Waffen durchgeführt. Gegen jede Waffenlobby, die es so gibt, von Assassin's Rifle. Scheiß drauf, wird nicht geliebt. Not from my cold dead hands aufgeschissen. Wollte ich von keinem Schauspieler mehr in den Medien wissen. Bei jedem Terroranschlag, bei jedem Harlequin, sagen sie, wie kann es eigentlich noch so weitergehen? Ein Typ schnappt sich eine Knarre, zerschießt ein ganzes Kino. Ich denke, was geht denn ab? Das ist doch ein Film, yes, yes, yo. Man kann sagen, Batman hat's gebracht. Doch dieser Batman schafft in Amerika eine schwarze Nacht. Kleine Kinder ziehen mit Pistolen an die Schulen, schießen alle Kameraden um. Was soll sich da noch lohnen? Barack Obama stellt sich hin, ich möchte keine Waffen mehr sehen. Doch die Lobby sagt, nicht angenehm. Mir egal, ich bin dagegen, also Waffen weg. Auf den Müll damit, den ganzen Scheiß trägt. Es wird keine Leute mehr geben, die auf Tribünen austreten, weil ich genau weiß, es hat sich niemand drum gebeten. Unpolitisch war ich noch nie, denn politisches Leben ist meine Philosophie. Ich glaube, seit 89, seit ich wirklich denken kann, wie für mich der politische Aktivismus erstmal richtig an. Die ersten Lichter kennen. Gegen Hoyerswerda, gegen Nazi-Mörder, war mein erstes Schwerter. Ich habe angefangen, war wirklich laut, hab gesagt, was ich sonst zu keiner in meinem Dorf traut. Ich scheiß auf so vieles, hab so vieles gesehen, hab so viel mal gesagt, der Typ wird untergehen. Ich bin immer noch hier, weil ich politisch bin, und darin liegt mein Leben, und darin liegt mein Sinn. Ich bin kein Leichenfeller da, ich ziehe nicht über Tote her, deswegen sage ich nichts über die FDP, bitte sehr. Denn wenn FDP eigentlich schon wirklich tot begraben ist, wird keine Leichenfeller rein, das wäre wirklich Schiss. Diese Bombenwetter muss ich doch nicht genießen, denn ich weiß genau, was soll ich mir sagen, was soll noch beschließen. Der Beat ist zu eng, dann würdest du ihn nochmal von vorn beginnen, und dann werde ich über Bombenwetter noch meine geistigen Ergüsse zinnen. Und zwar geht's darum, wenn ich noch anfange, Bombenwetter ist wie Maschinengewehrsonne. Wisst ihr, was ich damit meine? Warum sagt man nicht einfach schönes Wetter? Es gibt nur eine deutsche Sprache. Bombenwetter, Schießgewehr, Sonne. Yo, yo, also fang ich nochmal an. Egal was ich mach, egal welche Wehr. Am Bombenwetter zieh ich mich am besten lieber gar nicht her. Ich finde schönes Wetter reicht völlig aus. Da lass ich immer meinem Herzen am liebsten auch meine Sonne raus. Veganes Met, das ist ganz wichtig. Aber veganes Met seh ich gar nicht mal so richtig. Ich bin einfach nur mit Leben ohne fleischlichen Genuss. Macht endlich damit euch auf und macht damit dann Schluss. Es geht nicht darum, ständig nur Gemüse zu essen, sondern sich in seinem Kopf zu sagen, es wäre doch ganz versessen, nicht mehr an Eulern zu saugen, wie es mit mir schon passiert, weil ich genau weiß, dass man damit nichts wirklich regiert. Irgendwie ist doch das System falsch gelaufen. Waren es die letzten Wörter oder muss ich noch über das Nassen laufen? 100% Erbschaftssteuer, das ist für mich ganz richtig, denn ich erbe bestimmt nichts, das ist geheuer. Mein Vater sagte schon zu meinem Bruder vor 20 Jahren, willst du das Haus, den Hof und auch das Auto haben? Da sagt mein Bruder zu mir, ganz klar, warum willst du das nicht haben? Ist so schön, ist doch wunderbar. Ich sag, nimm den ganzen Scheiß, nimm's doch mit, bitte sehr. Ich brauch von dem Müll nichts, was bringt es mir mehr? Ich lebe hier in Leipzig, baue mein eigenes Leben auf. Ich brauch kein Erbe, dann nimmt es alles so seinen Lauf. Und deswegen genau gibt es so viel Seitenhiebe, zu viel ich Leute wissen, was von der nächsten Liebe. Liebe ich dich, liebst du mich, lieben wir uns alle zusammen. Es muss nicht sexuell sein, haben wir damit angefangen, Liebe im Herzen zu zeigen und weiterzugeben. Dafür reicht ein Lächeln, ein Lachen und wir werden leben. Im Gedanken, in Erinnerung von dem Rest der Welt. Und das braucht man dafür nicht, auf jeden Fall kein Geld. Alles, was ich tue, direkt aus meiner Seele. Das ist der Grund,
die Schwele. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt war, ich hoffe, ihr habt sie auch entdeckt. Es ist der Grund, warum der Reimteufel das Mikrofon checkt. Dankeschön für diesen Augenblick. Ich fange jetzt an, ich bringe noch ein Stück zurück. Word. Vielen, vielen, vielen Dank.